To Kill a Mockingbird. Es war dieses eine Buch, das Harper Lee lebenslangen Ruhm bescherte. Ihr 1960 erschienener Südstaatenroman über Rassismus in den 30er Jahren machte die junge Amerikanerin weltberühmt. Unter dem Titel Wer die Nachtigall stört, wurde das Buch auch in Deutschland ein Bestseller. Im Hollywood-Film spielt Gregory Peck Atticus Finch, den alleinerziehenden Vater der kleinen Scout. Der Anwalt verteidigt einen wegen Vergewaltigung angeklagten Schwarzen in einer Kleinstadt in Alabama, wo Harper Lee unter ihrem wirklichen Namen Nell Lee aufgewachsen war. Ihr Erstlingswerk, Der große Wurf. Lee hatte dafür schon 1961 den Pulitzer-Preis erhalten. 2007 wurde sie mit der Freiheitsmedaille des Präsidenten geehrt. 2015 dann die literarische Sensation. 55 Jahre nach Wer die Nachtigall stört, veröffentlicht Harper Lee ihr zweites Buch, das jedoch schon vor dem ersten entstanden war. Eigentlich also ein weiteres Kapitel ihrer einen großen Geschichte. Im Alter von 89 Jahren ist Harper Lee in ihrer Heimatstadt Monroeville gestorben.